Moin und willkommen bei Crusader Kings 3. Wir beschäftigen uns nochmal ganz kurz mit Tecklenburg. Ich habe versucht herauszufinden, woher wir denn nun eigentlich Tecklenburg bekommen haben. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe es nicht herausfinden können. Wie ihr hier seht, hat der Fürstbischof Wernicke Tecklenburg 81 bekommen. Das war lange vor der Zeit, bevor es hier als unser Besitz aufgetaucht ist. Das kann es also nicht sein. Das heißt, geerbt haben wir es auf keinen Fall. Was sich mir allerdings noch so ein bisschen aufgedrängt hat, ist, ob es vielleicht damit zusammenhängen kann, dass wir den Anspruch auf Tecklenburg schon versucht haben zu fingieren, bevor wir den Krieg um das Herzogtum angefangen haben. Dann haben wir den Krieg gewonnen und danach war der Anspruch dann durchgesetzt. Da hatten wir den fingierten Anspruch in der Tasche. Den habe ich zwar nicht angenommen, aber vielleicht hängt das trotzdem miteinander zusammen, denn danach, wenn ich das richtig gesehen habe, haben wir hier Tecklenburg bekommen. Vielleicht fallen euch dazu ja noch irgendwelche Sachen ein. Es wäre toll, wenn ihr mir die in die Kommentare schreiben könntet, weil ich wirklich gerne wissen würde, woher genau ich jetzt Tecklenburg bekommen habe. Okay, egal, es geht weiter im Text. Wir müssen hier noch ein paar Dinge machen. Ich habe mir so überlegt, wir haben jetzt wieder ein bisschen Gold zusammengespart und wir werden jetzt hier in Hamburg mal ein bisschen bauen. Wir haben hier noch einen Slot in Hamburg Stadt frei und ich würde eigentlich ganz gerne Kasernen oder ein Armeelager bauen. Ja, das hat natürlich hier den Vorteil bei den Kasernen, dass wir 25 mehr an Aufgebot bekommen. Ist nicht die Welt, aber haben oder nicht haben. Bei dem Armeelager haben wir nur 100 Aufgebot, aber dafür verstärken die andere Sachen als die Kasernen. Ich glaube, ich werde mich jetzt nochmal für die, für die Kasernen entscheiden. So, die nehmen wir nochmal mit. Dann haben wir uns so ein bisschen wieder drum gekümmert, dass es mit unserer Armee hier aufwärts geht. Okay, und was ich jetzt noch machen möchte, ich möchte mir mal die Anspruchsteller angucken, die wir an unseren Hof eingeladen haben. Wir haben hier erstmal den Siegfried und der hat die Grafschaft von Amstetten. Die hätte er gerne, aber die ist mir zu weit weg. Das heißt, den brauche ich jetzt nicht unbedingt. Wir haben die Oster und die, warum ist die? Also das ist jedenfalls keine Anspruchstellerin. Was hat sie denn sonst noch zu bieten? Sie ist 41, kämpfen kann sie ganz gut und sie ist jetzt nicht so schlecht im Ränkespiel. Also was ich gesehen habe, ist, dass wir am Hof definitiv einen Männerüberschuss haben. Und wenn die jetzt nicht allzu teuer ist, dann nehme ich die mal mit, dann kann sie ruhig bei mir bleiben. Ja, 10 Gold gebe ich dafür ruhig aus. Ich meine, sie ist zwar nicht mehr wirklich im gebärfreudigen Alter, sie hat noch 4 Jahre Zeit, aber wer weiß, wozu es gut ist. Sie hat 12 Punkte beim Ränkespiel, ich nehme sie einfach mal mit. So, wir haben hier auch noch den Jaromar. Oh, und der hat viele Ansprüche und alles durchgesetzte. Herzogtum Pommern. Super Sache. Guckt mal hier, das ist ganz in der Nachbarschaft. Grafschaft, ja, die passenden Grafschaften natürlich dazu. Das ist super. Also ich meine, Pommern, ja, okay, es ist ein Dingschen weit weg, aber das Dingschen kann man ja auch überbrücken, ne? Also den möchte ich gerne haben. Ich hoffe, der kostet jetzt hier nicht die Welt. Wir gucken mal. Oh, doch, er kostet die Welt. 135. Aber der könnte echt noch nützlich sein. Ich nehme den. Ich nehme den. Wir sollten allerdings zusehen, dass wir den eventuell auch noch verheiratet kriegen. Das mache ich mit Oster, glaube ich, auch.
Ja, und dann sehen wir mal weiter, damit er seine Ansprüche auch bei uns im Reich irgendwie vererbt. Ne? Das wäre natürlich gut. So, wir haben hier noch den letzten Anspruchsteller, und zwar nicht durchgesetzte Ansprüche, sprich fallengelassene. Das ist Marquardt, Magdeburg. Ja, das ist natürlich auch nicht allzu übel. Und Dessau. Ja. Ja, aber wie gesagt, ne, wir haben hier noch Waffenstillstand, ja. Und das sind fallengelassene Ansprüche. Ich gucke mir das mal kurz an. Wir haben gegen ihn hier ja... Ja, wir haben de jure Dannenberg sowieso dabei. Und das Herzogtum von Ostfalen. Da ist allerdings Magdeburg und Dessau nicht mit dabei. Aber das sind nur Fallengelassene. Ich glaube, den nehme ich nicht. Nee, okay, dann war das das. Dann haben wir den Hof jetzt, ja, den haben wir dann eigentlich erledigt. Bis auf, habe ich gerade gesehen, wir haben hier noch einen Gefangenen. Ach, unser Ostfriese. Ja, mal gucken, was wir mit dem jetzt machen. Ich hätte natürlich gerne seine Grafschaft gehabt, ne? Das wäre natürlich toll. Inzwischen kann er aber auch die 50 Gold zahlen. Das ist natürlich auch nicht übel. Ein Gefallen nützt uns hier nichts, glaube ich. Freilassung verhandeln? Nee. Also ich hatte jetzt die Hoffnung, dass er zu uns an den Hof kommt, was natürlich irgendwie schwachsinnig ist, wenn er selber eine eigene Grafschaft hat. Aber das wäre jetzt so meine Hoffnung aus irgendwelchen Gründen gewesen. Und dann hätte ich für ihn den Anspruch erkämpft, wenn es denn möglich gewesen wäre, weil das ja auch noch zum Heiligen Römischen Reich gehört. Und mit dem wollte ich mich im Moment noch nicht anlegen. So, okay, gut. Das heißt also, Lösegeld fordern, komm, hier 50 Gold. Dann hast du die Gefangenschaft jetzt auch hinter dir. So, okay, es kommt jetzt mal dazu, dass wir Osta verheiraten. Wie mache ich das am besten? Wir gucken uns nochmal an. Osta müsste inzwischen hier auftauchen. Da ist sie schon. Ja, und dann gucken wir uns mal an, was wir... Ja, wie können wir sie denn am gewinnbringendsten verheiraten? Also ich meine, da ist nicht viel zu holen, das ist mir klar. Aber wir könnten doch, wenn wir nach Kampfgeschick sortieren, dann könnten wir doch vielleicht einen guten Ritter abkriegen. Tapfer, stur, Ja, eine 4 hier, aber das hat nichts zu sagen, denn... Oh, guckt mal, super Ritter. Genau, das hat nämlich nichts zu sagen. Ich bin da oft drauf reingefallen, wenn ich Ritter hier gesucht habe. Ich habe automatisch immer hier geklickt, aber nein, es kommt ja aufs Kampfgeschick an und nicht hier auf die Kriegsführung. Deswegen ist mir Ansgar sehr recht. Der ist auch erst 28, da hat sie so einen kleinen Toyboy. Den nimmst du doch mal mit. Da wünsche ich dir mal viel Spaß, liebe Osta. Und wir nehmen natürlich das ganze Matrilinear mit, damit er zu uns an den Hof kommt. So, die hätten wir schon mal gut verheiratet. Und das wäre jetzt eigentlich, also falls ihr es hört, also wie immer in jeder Folge eigentlich, im Hintergrund ist gerade der Müllwagen damit beschäftigt, bei strahlendem Sonnenschein die Mülltonnen zu leeren. So, hätte ich mal bloß das Fenster zugemacht, aber so schlau war ich ja wieder nicht. Gut, wir sortieren jetzt nochmal kurz die Ritter. Wir haben hier Ansgar, ich weiß gar nicht, muss der, der muss wohl erstmal herkommen. Denn er müsste ja mit seinen 18, müsste der ganz vorne hier sein. Ich löse mal kurz die Pausentaste. Zack, da ist er schon. Jawohl. Genau, und die Heirat geht klar. So, natürlich erlaube ich Ansgar das. Und auch Graf Adalbrand, Steffen und Bogdan können einen auf Ritter machen. Graf Wichmann auch. Ja, und hier wird's schwierig, ne? Hier wird's schwierig.
Das ist mir zu schlecht. Den wollten wir nicht, das ist schon klar. Guck dir das an hier mit 7, nein. Mein Sohn, auch wenn er enterbt ist, nein. So, ich mache hier mal eine Verbieten-Runde. So, und dann sieht das nämlich schon mal besser aus. Allerdings ist es jetzt leider so, dass wir zu wenig Ritter haben. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal nachbessern. Nun wollen wir jetzt ja mal gerade nicht in den Krieg, aber das kann ja so nicht bleiben, ne? Das, ja, ich kann jetzt natürlich erstmal, damit die Ritter voll sind, den Bürgermeister und, jetzt haben wir hier wieder Sean, ich werde wahnsinnig, ich will nicht, dass der kämpft, den Bürgermeister und Lambert können wir das mal erlauben. Das sind dann halt wirklich unsere Ritter für den Notfall. Aber schön ist das nicht, ne? Naja, gut, egal. Haben wir das auch erledigt? Erstmal ist es halbwegs gut sortiert. So, ja, und dann war mein Anliegen auch noch, den kleinen Malte von Gosek jetzt endlich mal zu verheiraten. Ich glaube, das sollten wir machen, bevor Herzog Friedrich mit seiner schlechten Gesundheit und seinen 72 Jahren das Zeitliche segnet. Und das werde ich jetzt mal versuchen. Ich gehe mal nach Prestige und guck mal, was wir da so haben. Ehrgeizig, zynisch, ein achtbares Haus. Sie ist 12, wie alt ist er? Er ist 7. Namhaft, ja. Ich hätte natürlich gerne, dass so wie sie hier, dass die Mädels bzw. das Mädel was Schönes mitbringt, ne? Wobei ich hier gerade Prinzessin Adaltrude vom Heiligen Römischen Reich finde. Die dürfte er heiraten, ernsthaft, weil sie ein Bastard ist. Ach, dann bringt die uns aber auch nicht so viel, ne? Aber sie ist reizend. Ja, aber na, dann bringt die uns nicht so viel. Was hast du denn hier zu bieten? Immerhin eine bemerkenswerte Prachtstufe. Dommerschlaver spricht man das, glaube ich, aus. Oh ja, oha. Oha, was geht hier ab? Herzogtum von Böhmen, das liegt ja jetzt auch nicht allzu weit weg. Wenn man das mal so großzügig, hups, wenn man das mal so großzügig hier sieht, ne? Angria. Böhmen, naja, gut, ich meine, da liegt ein bisschen was zwischen, aber das ist jetzt nicht gerade ein kleines Reich. Könnte ja sein, dass wir das erben. In ein paar Generationen, irgendwie um 5 Ecken und so. Und das Herzogtum von Mähren, was ja direkt nebenan liegt, also nebenan von Böhmen. Die passenden Grafschaften noch dazu. Also ich glaube, ehrlich gesagt, auch wenn sie jetzt, dann muss er ein Jahr auf sie warten. Das macht nichts. Die Dommerschlaver, die möchte ich, glaube ich, für ihn haben. Ja, die möchte ich haben. Das Bündnis, naja, ne, das ist wirklich süß mit 269, das ist zu vernachlässigen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das ist jetzt nicht die schlechteste Partie. Und er erhält auch noch 400 Prestige, wenn es denn soweit ist. Und ja, das nehmen wir dann eigentlich gerne mit. Wen wir auch noch hatten, das war der kleine, wie hieß er noch? Ich glaube, der kleine Jarumar. Mal gucken, ob ich den jetzt wiederfinde. Der sollte seine Ansprüche, die er mitgebracht hat, ja nun auch, hier ist er, glaube ich. Genau. Die sollte er vererben und dafür möchte ich ihn natürlich auch gerne verheiraten. Ja, die Frage ist jetzt, wonach gehe ich hier? Ich möchte natürlich auch gerne irgendwas haben. Und da er eine Frau bekommt und Frauen im Rat eigentlich nur einen auf Spitzel machen können, gucken wir hier mal, mit 42 ist die zu alt, 45 ist indiskutabel. Aber die Adelheid, er ist 15. Naja, die könnten im Prinzip dann sofort loslegen, dann ist alles gut und die hätte immerhin
Eine 19 beim Ränkespiel, das wäre jetzt nicht so ganz verkehrt. Sie ist zornig, geduldig und lüstern. Perfekt, das gibt schöne Kinder und ja, dann wünsche ich dir viel Spaß, Jaruma. So, den hätten wir jetzt auch unter der Haube. Und dann will ich nochmal einen Blick auf unseren Rat werfen, wo ich den gerade erwähnt habe. Wie ist denn hier die Aufgabenverteilung? Ja, das hatte ich ja umgestellt, weil wir im Moment nicht am Anspruch fingieren sind. Nun habe ich mir aber überlegt, dass weil hier Westfalen so extrem uns eingebuchtet hat mit Niederlothringen zusammen, die ich beide noch nicht angehen kann. Hier haben wir erstmal noch einen Waffenstillstand und Niederlothringen ist unterlegen, möchte ich aber im Moment noch nicht ran, ehrlich mal gesagt. Also wir hätten hier zwar die Möglichkeit, aber nur für Dokum, das heißt, da müsste ich auch Ansprüche fingieren. Aber was mir ganz gut gefallen hat, das ist hier das Königreich von Dänemark. Der hat nämlich noch weniger Truppen und den würde ich doch gerne jetzt mal so ein bisschen in die Zange nehmen sozusagen. Er verteidigt sich gerade, greift gleichzeitig auch woanders an und hat einen Waffenstillstand mit Prinz Harald von Dänemark. Das soll uns im Moment aber sowieso nicht interessieren. Wir müssten erstmal irgendwo einen Anspruch fingieren und das mache ich jetzt einfach mal in Dithmarschen. So weit, so gut. Dänemark ist gefühlt unser und wenn wir ganz viel Glück haben, dann bekommen wir sogar den Anspruch auf das ganze Herzogtum. Ich glaube, Schleswig ist das dann. Müsste ich mal gucken. Der hat hier Schleswig unter seiner Knute. Kann man im Moment nicht so sehen, ist aber glaube ich so. Genau, Schleswig. So. Egal, wir werden jedenfalls hier glaube ich erstmal in die dänische Richtung weiter marschieren. Und das bedeutet wiederum, dass ich eigentlich gerne Bündnisse mit Lothringen und weiß ich nicht. Ich glaube, Westfalen greife ich dann doch lieber an. Also mit Lothringen hätte ich schon ganz gerne ein Bündnis. Das würde sich auch lohnen, aber das geht natürlich nicht, ohne dass ich irgendwas Passendes verheiraten kann. Und deswegen, ja, sind das im Moment nur Wunschträume. Gut, wir haben einen Anspruch fingiert, wir haben auch eine Menge anderes erledigt und was wir jetzt noch machen könnten, das wäre, wenn wir ganz frech sind, dann könnten wir jetzt auch noch den Thron hier beanspruchen. Ich weiß ja nicht, ob das gut ist, aber ich glaube, ich versuche das mal. Ich mache das jetzt einfach mal. Ich finde das selber ein bisschen dreist und ich hoffe, das bricht uns nicht das Genick. Aber wir machen das jetzt einfach mal. So, wir sind jetzt einfach mal auf Krawallgebürste, wie man so schön sagt. So, okay, ja, also das sind, glaube ich, erstmal so die Sachen, die ich vorhatte. Und ja, das langfristige Ziel wäre jetzt eigentlich für mich noch das Herzogtum Pommern, Dänemark auch. Und es wäre gut, wenn wir, zumindest für Pommern, aber gut ist das sowieso, wenn wir ein Königreich gründen könnten. Dafür fehlen uns aber noch ein paar Sachen. Es fehlt an Prestige, es fehlt an Frömmigkeit und an Geld. Und dann könnte es durchaus sein, dass das irgendwann mal in die greifbare Nähe rückt. Auch die Blutlinie, die wäre interessant, aber da sind wir auch noch weit von weg. Königreich wäre erstmal wichtiger. Das heißt also, wir sollten uns überlegen, und auch das mache ich jetzt mal, ob wir nicht eine Pilgerreise machen. Dann hätten wir schon ein bisschen
Frömmigkeit im Kasten und das kann ja nicht schaden. Das habe ich mir so überlegt, allerdings kostet das 70 Gold und davor scheue ich zurück. Ob ich das mache oder nicht, das werden wir wahrscheinlich erst in der nächsten Folge sehen. Denn ich denke, wir haben heute einiges erledigt und ja, wir werden jetzt hier nicht mehr allzu viel machen. Ich lasse mal ein bisschen weiterlaufen. Wir haben gerade das Lösegeld eingesackt und sind wieder bei 100. Und das Verlöbnis zwischen Jaromar und Adelheid wird angenommen. So, auch Malte und Domaschlava verloben sich. Das ist sehr cool und ja, das süße Bündnis mit 200 und ein paar Zerquetschten ist auch zustande gekommen. Da haben die anderen bestimmt ganz doll Angst. Ja, so. Okay, also ich würde sagen, das war's dann für heute. So weit, so gut. Dann halte ich jetzt erstmal wieder an und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Gucken und bis dann. Tschüss.